Dann schauen wir uns da mal unsere Ausbeute an. Willkommen zurück. Ja. Willkommen zurück und ab zum... Wo hab ich denn? Ja, du musst ja looten. Ja, gucken. Ich habe mal nichts gekriegt. Ich habe aber nur zwei von den grünen Eisen. Das müsstest du bekommen. Da lagen vier Stück. Ja, ich habe zwei davon. Hm. Ach doch, und eins von diesen goldenen. Stimmt ja. Habe ich eins, ein Schild habe ich gekriegt. Ja gut, das eine war wahrscheinlich ein goldenes dann noch. Stärke 7, Blocken 8, das ist jetzt glaube ich nicht so spannend. Ja, ich habe eine Metallrüstung der Feuerresistenz. Doch, nein, ihr. Hier? Also meine anderen Bande. Ich brauche kein Schild. Ja. Variant Waffe des Sturms ist auch nicht so gut, habe ich nur was Besseres. Ja, das geht aber voll klar. Altes Kupferamulett des Wassers. Stärke plus 1, Tauschen plus 1, Feuer, Wasserresistenz, nice. Giftresistenz plus 10 und Gehör plus 2,1. Es gibt Gehör. Dann ist das Amulett erstmal direkt angelegt. Dafür habe ich noch ein zweites, was noch Stärke. Und Stärke wäre für meine Tante hier geil. Ja, dann also, wenn man das sonst noch kann, muss man gucken, weil ich habe ja auch Gewandtheit. Wow, meins hat Gewandtheit, Intelligenz, Lehrmeister und Tauschen plus 1. Also das macht Stärke plus 1 und Luftrisik plus 10%. Aber gewandter Intelligenz plus 1 jeweils. Aber allerdings könnte ich mit Stärke denn die fetten Rüstungen und so tragen. Na, geht mal. Das könnte, glaube ich, eine gute Kombi werden, wenn ich dann... Sonst kannst du das Gewandtheit doch auch an den Bogenschützen weitergeben. Das gilt doch auch Gewandtheit, oder? Ja. Ja, wahrscheinlich auch gar nicht mal so dumm. Oh, warte mal, ich kann ja schon die fette Axt hier tragen. Warum mache ich das? Ah, die, ja, weil die keine Stärke. Ach, das ist doch alles scheiße hier. Da lootet er schon mal weiter. Nein. Nein. Ist egal. Aber diese Gebäude hier, die haben so komische Böden, ne? Mir nicht so geheuer aus, alles muss ich sagen. Ah. Ich gehe mal mit JN vor, der hat hier sofort mal eine Falle gefunden. Bessere Rüstung oder mehr Schaden? Glaube ich lieber mehr. Obwohl ich mache eh nicht so viel Schaden im Nahkampf, ne? Ist ja fast nie im Nahkampf. Ja, aber dann brauche ich auch keine bessere Rüstung. Ist ja gerade das. Ja doch, die Rüstung zählt ja schon auf mehrere Sachen, ne? Ja, stimmt. Hast recht. Also. Nehmen wir die bessere Rüstung. Geben das an sie. So. Sehe ich denn jetzt aus? Oh, ich bin ganz gelb. So, wo spielst du denn jetzt rum? Du bist mit Jahan da reingerannt. Ja, Jahan sieht diese Fallen. Da war mir das dann lieber. Aber sonst war ja nicht so viel. Goodbye. Nee. Was ist das? Endlich mal wieder ein Dialog, haben wir schon lange nicht mehr. Nehmt euch von mir in Acht. Verstanden. Wenn er der Beste ist, dann warum ist er tot?
Tja. Was? Ja, warte. Ich hol mal erstmal JN hier weg. Weil wahrscheinlich stehst du dann auf irgendeinem Auslöser oder so. Hast du diesen Teleportsprung? Ja, sie, die Bogenschützen kann das. Das ist dumm. Hat er irgendwas gesagt, wie man es löst? Ja, irgendwas, es gibt einen geheimen Schalter, sagte er. Ist der Schalter rot, blau oder orange? Werdet ihr ihn finden? Und ST Tronche Florange, ich bin. Achso, der ist ein bisschen bekloppter Typ. Also sollten wir erstmal nach dem Schalter suchen, ne? Bevor du dich da weiter bewegst. Soll mich nicht bewegen, wurde mir gesagt. Aber. Okay. Da gibt's Wolke. Hör ich sie gar nicht so drin. Speicher doch mal kurz. Ich hab davor gespeichert. Oh. Falls ich mich ja doch einfach bewegen kann. Tütü. Oh. Da kann ein Herr passiert doch gar nichts. Will ja nicht sagen, ich sag, speicher doch. Ich hab doch vorgespeichert. Also, lad doch einfach. Das heißt doch nicht, dass du immer einfach losrennen sollst. Man kann sich doch. Ich will das. Ich wollte sehen, was passiert. Ja, was soll denn schon passieren? Das ist wie Löcher buddeln. Ach was, Löcher buddeln kann man auch überleben. Willst du da oben reingehen? Ich loote jetzt erst nochmal hier unten. Ja, schon, hier oben ist auch noch nicht gelootet. Aber hier oben sind bessere Sachen drin, ist ja schon mal gut. Kann ich einfach die Tür aufmachen und da ein Fass reinstellen? Das bestimmt. Der Schalter wird sogar aktiviert. Ich habe genau gehört, wie der Schalter aktiviert wurde. Aber der Typ nicht, oder? Aber ich kann mich jetzt ja nicht auf den Schalter stellen. Gucken wir mal. Der Typ aktiviert sich jetzt auch nicht. Okay. Ich habe eine Zweihandwaffe gefunden gerade. Cool, cool. Guck ich doch mal eben, was das für eine Zweihandwaffe da ist. Das wäre ja eventuell was für dich. Ich hab mich doch nur verklickt, du doofes Ding. Zweihandwaffe. 44 ja. bis 110. 7 bis 16 Erde. Ja, erfordert eine Stärke. Erfordert Stärke 9. Das ist ja kein Thema, aber meins gibt mir noch Stärke 1 und hat 44 bis 110 und 7 bis 16 Wasser. Aber der gibt auch noch LP, also Lebenspunkte. Ja, aber Lebenspunkte ist mir nicht so wichtig wie also Stärke. Steigern wir den jetzt da oben nicht oder? Oder später oder? Ja, weiß ich nicht. Du müsstest ja praktisch die Falle auslösen und dann nochmal was draufstellen. Wenn das überhaupt geht, solange man da selber draufsteht. Wir haben sie ja nicht gesehen. Ne? A pirate's office, is it? I would have expected to find something rather more exciting inside. With the way this place is rigged, I wouldn't speak so soon. Melle nicht abnehmen. Schlüssel für Hafenbucht. Ach, Jan, ständig stehst du im Weg rum. Tadum. Oh, eine Rüstung. Ein Bild. Das Bild kann ich nicht abnehmen. Hä? Da kann man doch rein. Ja, aber vielleicht. Hast du den Schalter geklebt? Oh, ne.
Ah, so das that's what that did. Aha, noch ein Schalter. Now to find out what effect that had. Eine Kellertür. Ich hab einen Globus gefunden. Zack, ich bin irgendwo runtergelaufen gerade. Okay. Yes. Ja, ich komm wieder rauf. Ah, nee, die Klappe kommen wir später. Ich gehe erst noch mal nach hier hinten. Geh weg, Feuer. Ich will da lang. Da geht's aber auch tief runter irgendwie. Ach, Feuer ist weg. Ach, da ist eine Falle. Ich glaube, das geht gleich nochmal hier. Wieso? Da. Ah, das ist eine Falle. Da ist nein, das Ding. War da so ein Busch. Zack. Nee. Verdammt. Ja, warte, das müssen wir anders machen. Gott, nein, du löscht doch jetzt. Nur jetzt. Hä? Ja, genau. Ja. Ja, jetzt ist sparen. So, stimmt. Gelöscht, oh, stellst Kiste drauf, ist vorbei. Hat er geklappt. Oh. Fuck, Falle. Careful. Nein! That's a trap. Ja, ich brauch. Besser machst du, als wenn ich das mache mit meinen 1000 Jahre Abklingzeitzauber. Nix drin hier über, alles leer. Ah, ein bisschen Gold, war toll. Oh oh. Das ist doch was für dich. Warte mal aufs Feuer und dachte, das. Explodiert das, wenn das jetzt regnet? Okay, explodiert das. Ja, dann. Ich hab's geahnt. War der bei uns tot? Nee, aber wir sind in einem Kampf. Wir waren noch in einem Kampf drin. Hä? Unten waren Bomben, so, die du mitgespringt hast. Und ich hatte schon noch ein Feuer. Ja, raus da, oben. Ja, jetzt gleich ja nicht mehr. Mann. Wir haben übrigens einen Dialog. Vajal muss heilen. Jetzt ja, echt also ich brauche meinen Zauber besser gar nicht einsetzen. Ich komme nachher in den Kampf und ich kann den nicht. Weil 20 Runden ist schon krass lange. Oh. Ach, fertig. Wir haben einen Dialog. Ja, habe ich ganz alleine gemacht den Kampf, stimmt. Was? Ja, dein hinter dem Rockzipfel von Steckenzauber. Der hat doch immer gut funktioniert. Mm-hmm. Oh, hat gar keine Punkte gebracht. Boah, Alter, ich sehe nicht, wo der Weg ist. Da unten brennt's auch noch. Ach, hier waren die Gegner. Guck mal, du hast nicht mal gesehen, wo deine Gegner waren. Ja, so gut bin ich, ne? Kann ich mal sehen. Oh, wie gut der ist. Er sieht seine Gegner nicht und jagt trotzdem alles in die Luft. Wo
Oh, da hinten sind Geister. Hallo aus. Hallo aus. Mal sehen, was hier noch irgendwas ist. Ist aber nicht. Die sehen nicht so aus, als würden die kämpfen wollen. Sprechblase. Erstmal spreche ich mit Rat. Yes. Toll. Ratten haben nur nichts erzählen. Kopfloser Nico sagt Ende. Und das. Ah, aber okay, Liliana. Das ist doch los, ja. Tja, siehst du aber anscheinend. Ne? Die wohl. Ich will nur wissen, ob die auf ihr Zeugs aufpassen. Siehst du doch, ob das rot oder weiß ist, gelb ist. Ich bin mir bei diesem Spiel da nicht so sicher. Ihr Vater ist ein Hohlkopf. Vor dem Spiel alles. Dann ist ihr Vater der Geist da oben drin. Ich hab mal Auge gefunden. Vielleicht wird es einer von dem hier. Die wurden anscheinend überfallen. Mhm. Ich glaube, ihr Vater ist der Geist, der da oben ist. Ich glaube, ihr Vater ist dieser komische Kopf. Oder das? Das könnte ich auch sagen. Den habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Ja, doch, könnte sein. So. Tja, dann wissen wir, wo wir es hinbringen müssen. Das ist aber ein weiter Weg. Ja, es gibt also noch einen Headless. Ja, aber kein echter. Von wegen Unique und so, oder? Das zählt nicht. Der hat den Trick viel besser. Ach, drauf. Quatsch, als der du. Schummelt doch nur. Der musste sterben, um das hinzukriegen. Ich kann das auch, wenn ich noch lebe. Das denkt er wahrscheinlich auch. Willst du dann mal sagen, dass ich tot bin? Ja. Dass er lebt. Ja, die schönen Piraten, hä? Also ein Piratenfluch. Gibt einen ja, Piratenfluch. Piraten und Schatz gleich Fluch. Ja. Klingt logisch. Das ist alles Gute, ne? Ja, aber ja klar. Ja, ja, klar. Nico sagt immer noch nichts. Wird mehr als 30 Sekunden gebraucht. Ist ja auch klar, dass Nico nichts sagt. Fällt mir gerade mal auf. Naja, ohne Kopf. Ohne weißer Kopf, Geist. Ne? Ja, aber auch da, ohne Kopf können, glaube ich, Geister noch ein paar nicht Köpfe. Reden. Soll ich einen aussuchen, meinst du? So. So, wir gehen. Dann wollen wir doch mal diese Falltür durchschnuppern. Ne? Was denn hier unten so ist? Da bist du ja. Ratatatata. Gerade noch im Abhauen müssen. Wir sollen aufpassen vor abgenutzten Hebeln. Die Wirkung wäre lähmend. Okay. Oh. Vorsicht, Falle. Vorsicht, Falle. Geh mal da weg. Kannst die andere auch in die Luft jagen? Die Truhe ist Level 20, dann macht ihr ja, mal gar nichts Truhe aus. Der ist es egal, ja. Vielleicht finden wir noch einen Schlüssel für das Ding, wo
irgendwann. Wahrscheinlich. Kann ich jetzt mal aufhören, endgültig zu pennen? So, ja. Nein, nicht im Kampf. Oh, eins. Ja, aber die Krabben sind ja. Eine Stufe 6 Krabbe. Ja, okay, die machen wir nochmal. Warte, Folgenpause, ob das gut ausgeht. Elektrohilfe. Oh, die Armbrust rockt auch. Jahan ist voll der Held. Weiß gar nicht, was du hast. So. Oh, alles gut. Jetzt gehen wir in die Folgenpause. Alles klar. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.